Am 14. Spieltag stand Berkan-Algan mit seinem Altona 93 das letzte Mal nicht auf einem direkten Abstiegsplatz der Regionalliga Nord. Nun kann sich das allerdings ändern. Der Tabellen 15. SSV Jeddelo ist zu Gast, punktgleich stehen die Gäste auf dem Relegationsrang. Es ist ein von Beginn an offensiv geführtes Spiel und Altona startet stark rein. Wunderbare Vorarbeit von William Wachowski. Marcel Lück wird hier allerdings etwas zu weit nach außen gedrängt und seine Hereingabe wird abgefangen von Zieger. Jedelus Neuer und mit 471 Bundesligaspielen als aktiver, durchaus erfahrener Coach Oliver Reck ist nicht zufrieden. Und was danach passiert, wird ihm auch nicht gefallen. Vielversprechende Standardposition und die wird in Altona traditionsgemäß von Marco Schulz getreten. Felix Dohe im Kasten der Ammerländer ist chancenlos und kann hier nur staunen. Was für ein Traumtor von Schulz. Nach 9 sieglosen Heimspielen in Serie ist so ein Führungstreffer selbstverständlich Grund zu großer Freude. Doch diese sollte nicht von Dauer sein. Grober Vertreter Niklas Grünitz im Altonaer-Kasten irrt da völlig orientierungslos durch seinen Strafraum. Thilo Töpken muss nur noch einnicken. Für ihn ist es das 5. Saisontor. Nach 27 Minuten ist also alles wieder ausgeglichen. Wir springen in die 41. Minute und denken dran, das 1:0 ist durch einen Standard gefallen. Und ja, auch dieser Versuch von Kubilay Büyükdemir wird ordentlich gefährlich. Statt 2:1 für den AFC geht es also mit einem 1:1 in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und dann zeigt Schiedsrichter Franz Bokop auf den Punkt. Wachowski war der Ball an die Hand gesprungen. Bitter für den AFC, der Strafstoß ist eine Sache für Kevin Samide und dieser verlädt Ersatzkeeper Grünitz. Jeddelo dreht das Spiel, statt einem Ende der Heimmisere sah es nun vor 705 Zuschauern nach dem 10. sieglosen Heimspiel in Folge aus. Wer nun allerdings einen Offensivlauf der Altona erwartet hatte, der hatte sich gründlich getäuscht. Thilo Töpken verpasst hier kurz nach dem Seitenwechsel seinen 2. Treffer in dieser Partie. Doch dann gab es auch mal wieder etwas zu sehen von Altona 93. Standards waren ja bis dato ein durchaus probates Mittel gewesen. Doch der Ball will einfach nicht rein. Wenn du schon unten drin stehst, dann kommt natürlich auch noch Pech dazu. Und wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann kassierst du sie halt hinten. Alte Fußballweisheit, Kapitän Kevin Samide bedient Mario Fredehorst und er steht völlig ungedeckt. Jeddelo war in der Folge die klar spielbestimmende Mannschaft, die Altona-Defensive inzwischen bei Kontern ähnlich schwer zu knacken wie Rätsel auf einer Cine-Minis-Packung. Thilo Töpken verpasst abermals sein 6. Saisontor. Doch der AFC präsentierte sich im 2. Durchgang einfach zu ungefährlich und spätestens als die 89. Minute geschlagen hatte, sollte jedem der 705 Zuschauer klar gewesen sein, dass der SSV Jeddelo dieses 6-Punkte-Spiel für sich entscheiden wird und die Gäste setzen dann kurz vor Schluss auch nochmal einen drauf. Wachowski verliert hier unnötig den Ball und in der Regionalliga werden solche Fehler halt einfach bestraft. Sean Minz mit dem 4:1. Der Babyjubel besiegelt also die Altonaer Niederlage, doch diese sollten kurz vor Schluss nochmal eine 110%ige Gelegenheit bekommen. Der eingewechselte Gohua verleiht dieser letzten Szene der Partie Symbolcharakter für die Altonaer Niederlage. Und dabei hatte das Spiel doch so gut begonnen. Also so einen Einstand zu haben, das erwünscht man sich natürlich. Und das ist jetzt ein Schritt von vielen. Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich da unten rauszukommen.
da haben wir jetzt Altona 4-1 weggehauen und jetzt müssen wir einfach weitermachen. Das ist ganz wichtig für uns. Also mit einem Spiel, was wir gewinnen, können wir nicht viel holen. Wir müssen jetzt weitermachen, das ist das Wichtigste. Jedelus Neuzugang Nick Otto feiert also ein erfolgreiches Debüt und baut sich direkt ein kleines Polster von 3 Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.